Hallo Fans, heute haben wir einen Haul für euch. So. Hallo Leute! Hallo Fans, ich bin ja mit Rot. Wir haben heute wieder einen Haul für euch. Wir waren einkaufen. Und ey, sau Wetter heute, war sau schönes Wetter. Ey, die Sonne scheint, ey, der Frühling, man kriegt Frühlingsgefühle. So, jetzt kann's losgehen. Wir waren bei Kaufland und bei Aldi. Wir fangen an mit Kaufland. Und zwar hatten sie da runtergesetzt Angebot Spare Ribs. Und ich weiß ja, dass die irgendwie gerne Spare Ribs knabbert. Oder? Mit ihren 90. Mit ihren 90. Wie viel Gramm sind das? Das waren, die hätten eigentlich 6,43 gekostet. Jetzt habe ich nur 4,94 bezahlt. Ist aber noch bis zum. Vor allem 27. Sicher? Nicht, dass die 27.01. Nee, bis zum 27. haltbar. Das sind genau 715 Gramm Spare Ribs Barbecue. Dann haben wir mitgenommen meinen Kaffee Gala. Stärke 4. Die waren im Kaufland für 2,49. 32 Pads. Davon habe ich 4 Tüten mitgenommen. 1, 2, 3. 4. Da ist ein Kroggy. So. Einkaufen mit ich hab man darf nicht mit Hunger einkaufen gehen. Wir haben ungesunde Sachen gekauft, aber für den Fernsehabend Popcorn mit Toffee-Karamell. 2 Tüten, da kam eine 98 Cent oder 99 Cent. Eine Gurke? Eine Gurke und heute auch nur eine, ne? Weil sonst nehmen wir mal 2, damit wir eine essen können. Diesmal mal nur eine. Ach ja, genau. Paprika-Mix war im Angebot bei Kaufland 77 Cent. Ja, da habe ich zweimal mitgenommen. Und die schnippeln wir uns immer klein oder machen. Ach, letztes Mal habe ich gefüllte Paprikaschoten gemacht. Die waren auch lecker, ja, stimmt. Oh, jetzt geht's los. Haribo hat ein Angebot für 59 Cent. Oh, ich stehe so auf die Bärigen. Haribo macht Kinder froh. Und Erwachsene ebenso. Nee, das ist falsch. Wieso? Haribo macht Kinder froh. Und die Ille ebenso. Genau, die Bären, die mag ich. Dann habe ich mit dem Namen Oakberry Fruit Mania. Die esse ich auch gerne. Dann hier Konfekt. Und für den Kleinen auch, für meinen Enkel. Goldige Beeren. Und dann hast du. Und dann nochmal hier Joghurt. So. Weiter jetzt. Genau, dann habe ich mitgenommen für Irmi. Du magst ganze Nüsse, ne? Ich esse auch ganze Nüsse. Milka, 69 Cent im Angebot. Ganze Nüsse und einmal Karamell. Nee, zweimal Karamell. Einen großen Pott. Ja, Margarine war im Angebot 1,11 Euro. Und wenn Margarine, ich meine, wir essen ja Butter aufs Brot, aber wenn mal Butter nicht, dann nehme ich auch Margarine, aber dann auch nur Rama. Das kenne ich aus meiner Kindheit, bei uns gab es immer Rama, aber du brauchst es erst im Backen und so, ne? Ja. Aber ich habe gedacht, für 1,11 Euro nehmen wir die Jute. Knoblauch. Ja, das ist Bio-Knoblauch, der kam auch 1 Euro. Dann. Kondensmilch. Ach ja, genau, die waren mich im Angebot. Deshalb habe ich nochmal 6 mitgebracht, obwohl wir ja noch welche haben. Aber da kostet der halbe Liter 59 Cent. Sonst zahlt es ja für die 350 mit 59. Ja, so ein bisschen. Naja, ja. Habe ich nochmal 6 mal mitgenommen, weil sie im Angebot waren. Oder weil XXL-Woche ist bei. Heiße Tasse. Bei. Ach ja, habe ich auch mitgenommen, genau. Entschuldigung. Für zwischendurch mal eine heiße Tasse. War auch im Angebot, 69 Cent oder so. Huhn mit Nudeln, chinesisch Gemüse und einfach nur eine Rinderkraftbrühe. Ein Stück ins Butter. Ja, stand nur ein Stück drauf. Ja, reicht doch auch hin. Ne? 1,69. Reicht doch auch hin. So, jetzt kommt da noch was für die Katzen. Ja, genau, die waren oben angeboten, die nur 35 Cent. Gummi, da habe ich ein paar. Guten Tag, ja, was möchten Sie bitte? Ein paar gekauft. Warte mal. Pass mal. Was möchtest du denn? Was möchtest du denn, Carlito? Was denn? Was?
was denn? Was möchtest du denn? Mhm, okay, gut. Ja, dann haben wir hier so Tüten gekauft. 10 Stück oder so. Purina. Mhm. Purina, was möchtest du denn, Carlito? Siehst du dich da? Da bist du drin, ne? Was möchtest du denn? Tipp. Das ist deins, ne? Ja, ist für euch, ne? Das ist für euch. Ja, für euch, ne? Hat die Mama Leckerlis mitgebracht, heute mal was anderes, ne? Ja, mein Schatz. Ja, was möchtest du denn? Hm? Jo, was möchte denn der Carlito? Jo. Schatzimaus. Hm? So, kann Mama weitermachen? Kann Mama weitermachen? Ja? Kann die Mama weitermachen, Schatz? Ja? Gut, dann drehen wir die Kamera wieder um. Ja? Okay. So. Davon habe ich so 10 Tüten mit. Ja, tipp. Ja, 10 Tüten mitgebracht für die Katzen. Er tippt mich immer an, ja. Wenn er was von mir will, er tippt mich immer an. Du musst immer drauf achten. Aha, jetzt nicht mehr. Okay. Dann, ja, habe ich mal mitgenommen vom WC-Ente. 1 Euro noch, war im Angebot. Fürs Klo. Geht riecht wirklich nicht. Ich pack den eben mal wieder ein bisschen wieder weg. Ja, habe ich 2 mitgenommen für die WC-Ente. Oh! Doch, hier. Noch einmal großes Bedarfsmittel. XXL ja, genau. Haushaltstücher. Für 3 Euro Glück noch, was ich weiß es nicht mehr. Da die Brötli, kannst du mal bitte geben. Da hatten wir Käsestangen bei im Kaufland. Für 24 Cent, da ist 2 Stück mit dem macht einen Käselaufstang. Meine Nägel sind jetzt auch fertig. Habt ihr gestern gesehen? Ja, tipp. Aber ich unterhalte mich so lange mit meinem Kater. Carlito, was möchtest du denn? Was möchtest du denn? Was möchte denn mein Schatz? Was möchte denn mein Baby? Hm? Kalitili. Kalitili. Schatze Maus. Jetzt guck da, wo du das hinbringst. Jetzt guck da, wo du das hinbringst. Ja, gibt's nachher Leckerli, ne? Fleisch hatten sie nicht. Habe ich nichts gekriegt für die Katzen diesmal. So, weiter im Text. Umdrehen, so, schwenken. Dann habe ich mitgenommen einmal. Oh, es geht wieder los. Die tollen Geschlechtsbrötchen. Oh, mein Lieblingsgeschlecht. Geschlechtsbrötchen. Ey, aber Leute, jetzt nochmal. Guckt euch die Brötchen an. Anders mal, andersrum. Guckt. Damit er hängt. Guckt euch doch diese Brötchen an. Ich meine, was muss ich dazu was sagen? Für uns sind das Geschlechtsbrötchen. So einfach ist das. Dann hatten wir Tomatenbrötchen irgendwie so. Von oben 29 Cent beim Aldi und meine Walnussbrötchen. Also halt je 2 Stück mitgebracht. Haben wir je 2 Stück mitgenommen. Pilze. Zelpe. 1,11 Euro die große Packung. Ich habe gedacht, mit den Spare Ribs ein paar Pilze dazu. Ja, können wir doch machen. Carlito. Reines Wapsöl. Was möchtest du denn? Was möchtest du? Was möchte der Carlito? Was denn? Was möchtest du denn, Schatz? Was denn? Jetzt hängst du fest, ne? Komm her, Mama hilft dir so. Was möchtest du denn? Was denn, Schatz? Was? Ja, ist ja gut. Ist ja, ich hab dich auch ganz so lieb. Ja, ich lieb dich ganz doll. Ja, ganz, ganz doll liebt die Mama dich. Ja, ja. Was möchtest du denn? Ach, wieder streicheln, soll Mama dich streicheln? Ich habe auch keine Zeit. So, weiter. Ja, später. Ein Raps. Da siehst du schon wieder die Putsche. Einmal Rapsöl und dann 1 Euro, ne? Kostet das. Denn Kartoffeln, die kamen wirklich 1,59 oder so. Hast du sie reingehalten? Niemand weiß, wie Kartoffeln aussehen. Echt? Wir müssen die reinhalten. Soll ich eine rausnehmen? So. Wer weiß denn auch nicht, wie die Kartoffeln aussehen. Das können ja auch Zwiebeln sein. Nein, das sind Kartoffeln. Nee, sind Kartoffeln.
So, Milch. Dann hatten sie bei Aldi die Landliebe-Milch im Angebot. 89 Cent. Habe ich viermal mitgenommen. Einmal Marmelade. Einmal Marmelade. Die irgendwie mag die 75%ige Marmelade. Ja, der schmeckt. Ach, dann hatten sie hier, das ist mal so für zwischendurch so ein Snack. Man darf nicht mit Hunger einkaufen gehen. 30%. Kleine Mini-Frikadellen. Und einmal für Irmi, weil Irmi mag Prinzenrolle. Wie immer. Ja. 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 Das hätten wir. Das war's? Das war's. Jawohl. Ja, im Auto, die unten liegt. Ach, im Auto habe ich dann noch zweimal Extaler Getränke. Frucht, Granatapfel, Himbeeren, hast du nicht gesehen. Und Katzenfutter haben wir noch im Auto. Ja. Da muss ich noch mal wieder runtergehen. Weil das schaffen wir nicht alles auf einmal. Nö, das war's. Blümchen gab's halt keine. Ja, achso, Toastbrot. Toastbrot. Habe ich doch auch mitgebracht. Haben wir Omi, der liegt das noch im Auto, der Toastbrot. Dann liegt das noch im Auto, ja. 3 Korn Toastbrot habe ich nur mitgebracht. Brot brauchten wir nicht, weil wir haben noch Brot. Eingefroren, nee, 3 Korn Toast. Aufschnitt brauchten wir auch nicht und Käse und Joghurtsoli, weil wir das alles noch von letzter Woche haben. Ja. 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 Genau, weil, wer hat denn geschrieben? Wer hat denn das geschrieben? Und das reicht euch so wenig? Na, wir haben ja auch manchmal, kommt ja nicht jede Woche ein Haul. Und manchmal kaufen wir ja auch, was wir denn noch brauchen. Und dann ist das eingefroren. Ja. Und außerdem haben wir die Truhe auch voll. Und da, wir leben ja auch aus der Truhe, weil, wir brauchen auch nicht so viel. Wenn ich andere Leute sehe, also, boah, die kaufen, also, auch, ich meine, ich gucke jemanden, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, also gucke ich ab und zu, die geht dreimal die Woche einkaufen, für sich alleine, Mengen an Mengen. Da freut mich. Nee, wir machen Plan und dann wird eingekauft. Ja. Und wir gehen auch nur einmal die Woche einkaufen. Wir gehen immer nur donnerstags oder freitags, spätestens samstags einkaufen, aber das ist äußerst selten. Aber, nee, also so viel wir brauchen wirklich nicht so viel. Also, das ist unser Augen-Einkaufen. Mehr gibt es die Woche auch nicht. Alles, was wir, das haben wir alles noch. Wenn, dann gehen wir noch mal los, aber das ist äußerst selten, ne? Ja, also, oder setzen wir uns aufs Radl. Vielleicht im Sommer ist es vielleicht öfter wegen frischen Salat und so, aber ansonsten, ne, das ist unser Einkauf. Das ist Reality. Mehr gibt es nicht, mehr brauchen wir nicht mehr, ist einfach so. Und wenn wir mehr haben wollen, dann muss er sich eben derjenige was noch was kaufen. Ja, genau. Ganz einfach. Was denn, Carlito? Was möchtest du denn? Ja, Schatz. Ja, gleich. Er steht mir heute die Show hier. Mausbärchen, weißt du, ja, mein Schatz, Mama hat dich auch lieb. Und ja, wie gesagt, also es ist real, wir verheimlichen nichts. Das ist wirklich alles, was wir brauchen die Woche. Mehr ist nicht. Das ist, kochen tun wir immer das, was wir Lust haben, was wir da haben. Und ich kann immer irgendwas zaubern. Von dem, was wir da haben, also. Genau. Und wenn wir was ganz Besonderes, dann gehen wir halt essen. Ja. Ne? Dann möchte jemand rein. Gut, meine Lieben, sagst du noch Tschüss mit? Aber natürlich. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bei uns soll morgen 14 Grad in Berlin werden. Und mal gucken. Können wir vielleicht Bikini rausholen? Vielleicht holen wir das Rad raus oder so, weil Radfahren fällt mir leichter wie Laufen ohne Rolli. Und mal gucken, vielleicht ein bisschen am Park gehen, das schöne Wetter genießen. Machen wir vielleicht mal die Kamera mit, wenn schön Wetter ist. Ne? Genau. Also macht gut, gehabt euch wohl. Genau. Macht euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.